sag mal, geht's noch, Häschen? Du bist ein bisschen spät. Wir haben mal Vorgaben. Wir müssen ein bisschen was drehen, du. Wusstet ihr eigentlich schon, dass ein Rußfahrzeugfilter ein bisschen mehr Liebe braucht als nur Diesel? Genau, er reinigt ja deinen Dieseltreibstoff nochmal nach dem Cut. Aber was passiert eigentlich genau technisch? Ihr müsst es euch bildlich vorstellen. Wir haben hier den Turbolader, der produziert Abgas. Und das schießt hier durch den normalen Katalysator. Den Begriff kennen wir, den haben wir schon mal gehört. Nach dem Cut durch den Rußpartikelfilter. Und der Rußpartikelfilter ist so eine Art Wandstromfilter. Der ist in der Lage, diesen Ruß zu lagern in sich und verbrennt den über höhere Temperaturen. Doch wenn wir nur im Stadtverkehr fahren, erreichen wir nur so um die 200 Grad Abgastemperatur. Das reicht denen nicht aus, um es zu verbrennen. Im Autobahnbetrieb sind wir so bei 550 Grad. Da ist in der Lage, der Rußpartikelfilter wirklich zu funktionieren. Doch wenn wir nur im Stadtverkehr fahren, da schafft er seine Leistung nicht. Und dann baut er das halt so auf, dass diese Abgase sich lagern in dem Rußpartikelfilter. Doch wenn es zu viel lagert, ist der Abgasgegendruck für den Turbolader irgendwann zu hoch. Er kann die Abgase nicht mehr durchführen und der Wagen kann keine Leistung mehr produzieren. Wenn du Vollgas gibst, muss ja diese höhere Abgasmenge wieder durchgehen. Geht aber nicht. Der Kollege ist voll. Der sitzt dicht. Also geht er in die Regenerationsphase. Die Regenerationsphase bedeutet, dass er mehr Diesel einspritzt, als er eigentlich braucht. Und somit die Temperatur steigert. Künstlich. Auch beim langsamen Fahren. Und somit brennt dieser Rußpartikelfilter sich wieder separat frei. Und jetzt kommt der Punkt, wo Peugeot wirklich punktet. Über eine Art Harnstoff, der zugeführt wird, können die Jungs bei ungefähr 100 Grad weniger schon diesen Prozess einleiten. Diese Regenerationsphase des Rußpartikelfilters. Und das ist natürlich eine sehr vorteilhafte Sache, weil wir müssen nicht mehr unbedingt Autobahn fahren, Vollgas fahren, sondern es reichen so gut 400, 350 Grad, um ihn zu reinigen. Und das ist ein sehr guter Fortschritt, oder nicht? Klar, viel Spaß. Tschüss.